Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Wieder mit einem Trainingsupdate am Montag. Und ich gucke und sehe, ein Neuzugang. Nein, Darko Chulunov ist noch nicht da. Ein anderer ist aber wieder da, Sebastian Polter. Erblondet und auch deutlich, ja, er wirkte irgendwie fitter, hat irgendwie abgenommen, also mindestens 0,4 Kilo. Ein Zeichen dafür, dass er nochmal angreifen will und sich zeigen will. Wir haben Marc Wilmots gefragt, wie es denn aussieht. Wird er nochmal verkauft, wird er verliehen oder bleibt er dann hier? Weil Stürmer hat der FC Schalke 04 ja genug. So, wenn ein Verein kommt bei uns und sagt, okay, wir wollen ihn ausleihen, dann muss wir erst reden mit den Spielern, was möchte gerne die Spieler machen. Wir müssen immer mit drei, um etwas zu machen. Und ich bin schon froh, dass er wieder zurück in Training. Das ist ja wichtig, ist ungesund. Ja, ein anderer Neuzugang, der ist noch nicht fix. Es fehlen einfach noch ein paar Unterschriften, Papiere. Anwälte müssen noch alles gegenchecken. Und das dauert so ein bisschen, die Kommunikation nach England. Also Medizinchecks sind absolviert. Und wir haben auch Marc Wilmots gefragt, im Laufe des Abends wird dann ein offizieller Vollzug gemeldet. Aber nichtsdestotrotz, es bleiben Fragezeichen. Ist Darko Chulunov, natürlich ohne Frage, er ist Schalker durch und durch, er ist, glaube ich, super happy, wieder hier zu sein. Aber ist er in seiner Lage, er war lange Zeit krank und konnte nicht spielen, hat sicherlich auch ein bisschen Trainingsrückstand. Kann so ein Spieler wie Darko dem FC Schalke 04 in der jetzigen Situation helfen? Mal ganz einfach, er ist ein Spieler, die kann verschiedene Positionen spielen, Offensive, Kreativität, auch einzige Situationen, in 16 Vorlagen, Tore schießen. Ich denke, da jeder kennt Darko hier auf Schalke. Und für uns wichtig, das ist ein Spieler, die kennt den Verein, die Sprache auch, kann Deutsche reden, weißt du, die einfach in diese Gruppe kommt und das dauert nicht zu lang. Ich denke, was wir aber jetzt gesehen bei den medizinischen Testen, ist Darko 85% fit, nur ein bisschen Spielpraxis. Ich hoffe, dass er morgen kein mittrainiert und dann wir sehen für die nächste Spiele in Kaiserslautern. Ja, auf dem Platz, wie gesagt, heute eine Menge los, waren eigentlich alle da. Auch Asano Uduaghu drehte ein paar Runden abseits des Platzes. Also da rechnet man ja mit, damit, dass er Mitte Februar dann wieder in Mannschaftstraining einsteigen kann. Reinhold Ramschel, den habe ich heute nicht gesehen, aber auch der war schon öfter nach dem Mannschaftstraining auf dem Platz und hat ein paar Runden gedreht. Also personell sieht es ganz gut aus. U23-Spieler Niklas Castelle war der einzige Verbliebene noch von den dreien. Demi Kaparos und Steven van der Sloot, die haben gestern bei der U19 gespielt und haben deshalb heute frei. Auch Ibrahima Cissé, der hat auch bei der U19 gespielt, hat auch frei. Und bei dem stehen ja die Zeichen so ein bisschen auf Abschied. Und wir haben ja auch gefragt, warum tut sich nichts in der Abwehr? Und Marc Wilmots, ja, der will zum Beispiel auch ein Ibrahima Cissé nochmal eine Chance geben oder überhaupt eine Chance geben, sich hier zu zeigen. Hat ordentlich konditionelle Probleme und Rückstand. Das soll angepackt werden und möglicherweise sehen wir dann Ibrahima doch weiterhin beim FC Schalke 04. Wie schaut die Marke bis jetzt? Wir haben verschiedene Namen. Okay, schaffen wir das oder nicht? Einmal schon, aber ich bin schon mit dieser Kader auch, Karel Gerhardt auch, sehr zufrieden. Und wenn einer kommt für Verstärker, die Mannschaft für die Zukunft, okay, wenn nicht, ist kein Problem.